Um einen perfekten Undercut zu stylen, benötigt ihr drei einfache Dinge. Den perfekten Schnitt, das perfekte Stylingprodukt und die perfekte Bürste. Das erstere, den perfekten Schnitt, ist gar nicht so einfach zu finden, obwohl es wiederum einfach ist, denn jedes Haar ist wirklich unterschiedlich, dick oder dünn oder der Ansatz weiter hinten, weiter vorne. Somit wirst du feststellen, beim ersten Friseurbesuch, wo du dir einen Undercut schneiden lässt, wirst du nicht deinen perfekten Schnitt gefunden haben. Somit sei nicht überrascht, dass du vielleicht 2, 3, 4 Friseurbesuche brauchst, um den perfekten Schnitt für dich zu finden. Aber hier mein Tipp, unterhalb vom Video findest du nochmal einen Link zu einem Bericht von dem Video mit Bildern zu verschiedenen Undercuts. Nimm diese Bilder, such dir davon das perfekte Bild für dich raus und geh damit zum Friseur und zeig's ihm, dass er, sage ich mal, eine Vorlage hat, wo er weiß, aha, in die Richtung soll es gehen. Und da kämpfst du dich dann langsam Schritt für Schritt ran und dann schon, sag ich mal, vielleicht nach 1, 2 Monaten kannst du dich über eine neue Frisur freuen, wo dich draußen wirklich Leute beneiden werden. Das zweite Wichtige ist natürlich das Styling-Produkt. Da draußen gibt es wirklich viele, die auf Schwarzkopf und Haarspray schwören. Aber auch hier gehe ich wieder ein bisschen abseits der ganzen Mainstream-Produkte, denn ich nutze eine Pomade, um meine Haare zu stylen, was nicht typisch ist für einen Undercut. Und ich habe hier von Layrite das Superhold-Produkt und das kann ich wärmstens empfehlen, weil ich nutze es jetzt schon seit Gottes Willen schon fast 4 Jahre und eine Pomade, obwohl es gar nicht eine typische Pomade ist, hat den Vorteil, dass es die Haare pflegt, also es gibt auch schöne Feuchtigkeit für die Haare und man kann wirklich immer wieder durchstylen und die Haare verklebt nicht, also ich kann wirklich auf die Pomade von Layrite schwören, ich habe es auch euch hier nochmal verlinkt oder unterhalb vom Video den Link reingemacht, schaut es euch an, das Produkt hat ein sehr gutes Feedback und ich schwöre drauf, ich habe nichts anderes außer Pomade, keine Haarsprays, nichts, sondern Pomade ist wirklich das Special-Produkt für einen Undercut, würde ich mal sagen. Aber auch mein Tipp, das Produkt muss nicht das perfekte Produkt für dich sein, sondern versuch dir verschiedene Proben aufzutreiben, die gibt es auch teilweise kostenlos und versuche dein perfektes Produkt zu finden und ja, ich habe meins gefunden. Das dritte wichtige Produkt ist natürlich ein richtig gutes Werkzeug und hier kann ich euch empfehlen, besorgt euch eine richtig gute Bürste, denn allein schon mit der Bürste könnt ihr sehr, sehr viel am Style rausholen. Und natürlich gibt es Bürsten für 3,95 €, aber diese empfehle ich euch nicht, denn eine richtig gute Bürste pflegt eure Kopfhaut, pflegt eure Haare, also allein schon mit der Bürste könnt ihr viel an den Haaren verkehrt machen. Und das Ergebnis von so einer Bürste, wenn ihr durch die Haare geht, das sind Unterschiede. Testet es einfach mal aus, geht zu Amazon, ich verlinke euch die Bürste auch zu Amazon oder unterhalb dem Video, bestellt euch eine richtig gute Bürste und eine billige Bürste für 2, 3 €. Und dann macht den eigenen Test, versucht es mal aus, ihr werdet feststellen, wenn ihr mit der Bürste durchgeht, es ist ein ganz anderes Gefühl auf der Kopfhaut und die Haare, die halten auch ganz anders. Ich weiß nicht, was jetzt das Geheimnis mit diesen Bürsten in sich ist, aber die haben da ja jahrelange Erfahrung und wissen, was das Geheimnis an so einer richtig guten Bürste ist. Aus irgendeinem Grund werden die schon natürlich teurer sein. Ich schwöre auf meine Bürste. Ich hatte jetzt schon mittlerweile die 5. Bürste davon, also habe ja schon lange diese Haare und kann es wirklich euch nur empfehlen. Mein Styling-Tipp ist, nach dem Duschen die Haare erstmal mit der Bürste grob in die Form zu bekommen, wie ihr es haben wollt. Dann die Haare trocknen zu lassen, danach die Pomade einzumassieren und zu stylen, wie ihr es haben wollt. Dann 1, 2, 3 oder 5 Minuten die Haare leicht ja, ansetzen zu lassen, zu trocknen zu lassen noch einmal und dann noch mal durchzugehen mit der Bürste. Und danach habe ich zumindest den perfekten Styling-Effekt, weil viele schwören auch mit einem Föhn ranzugehen. Ich nutze überhaupt keinen Föhn und habe trotzdem ein gutes Ergebnis. Ich glaube, es liegt natürlich an dem Styling-Produkt und einer guten Bürste, weil wenn man diese zwei Produkte schon hat, die sehr, sehr gut sind, braucht man auch keinen Föhn, weil mit einem Föhn macht man seine Haare auch wieder sehr trocken und spröde. Will ja auch nicht jeder.
Jedenfalls, das waren jetzt meine Tipps. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt und die ganzen Bilder sehen wollt, schaut einfach unterhalb vom Video, findet ihr einen Link oder klickt hier einfach auf meine Hand oder auf meinen Kopf, besser gesagt. Da kommt ihr direkt zum Artikel, wo ihr die ganzen Bilder findet, die ganzen Tipps und Tricks, die Produkte. Und was auch noch ein sehr wichtiger Punkt ist, nutzt die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, was ich jetzt vielleicht für euch nicht beantwortet habe, weil es gibt so viele kleine Details beim Undercut, was man verbessern kann, gerade wenn jemand große Geheimratsecken hat oder auch nicht mal große Geheimratsecken, weil bei mir, ich habe in den Geheimratsecken so dünne milchige Haare und was ich damit mache, dass die halt nicht so rumfliegen und halt nicht schön aussehen, das erfahrt ihr auch unterhalb vom Video in dem Bericht mit den ganzen Tipps und Tricks. Aber wie gesagt, wenn irgendwas fehlen sollte, nutzt die Kommentare, fragt mich, ich gebe euch natürlich liebend gerne weitere Tutorials. Und wenn ich sehe, dass ihr mir Likes gibt und vielleicht Abonnent hier oben auf mein Logo werdet, werde ich natürlich noch euch weitere Frisurentipps an die Hand geben, damit ihr wirklich durchs Leben mit einem richtig geilen Haarstyle geht. In diesem Sinne, viel Spaß mit eurem neuen Undercut.